Hallihallo YouTube, willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme Mord im Orient Express und wir werden jetzt Herrn Armstrong befragen. Einmal zu dem Zeitplan und dem Anruf. Haben Sie Miss Moreau während der Party gesehen? Ich erinnere mich, sie einmal gesehen zu haben, aber sonst nicht. Ich war zu sehr mit meinen Gästen beschäftigt. Immerzu am Lächeln, immerzu am Händeschütteln. Miss Moreau sagte mir, dass sie ihre Mutter angerufen habe. Nun, warum auch nicht? Ich glaube, sie stehen sich sehr nah. Und der armen Frau geht es gar nicht gut. Sie braucht eine experimentelle Behandlung, die in Frankreich noch nicht verfügbar ist. Mhm. Er scheint ja richtig wenig zu wissen. Also, wieso weiß er denn nicht, dass die Frau seit Monaten im Koma liegt? Merkwürdig, ne? Entweder das Kindermädchen hat ihm gegenüber immer gelogen und ihm was anderes erzählt, aber seine Frau hätte sich ja vielleicht auch mit ihm unterhalten über das Kindermädchen und deren Situation, weil es betrifft ja die gesamte Familie, ne? Wenn deren Angehörige krank sind und sehr krank sind, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Arbeit des Kindermädchens und das müssten dann wenigstens doch alle Familienmitglieder wissen? Das ist ja sehr spannend, oder? Komisch. Miss Armstrong hat mir erzählt, dass Miss Monroe Mutter seit einem Monat im Koma liegt. Sie hat auf keinen Fall mit ihrer Mutter gesprochen. So, Miss Monroes Mutter. Unterschiedliche Aussagen. Miss Monroe sagt, dass sie Daisy für 5 Minuten allein gelassen hat. Miss Armstrong sagte, sie sei noch eine Weile da geblieben. Ja, aber ich finde, dass er was ganz anderes sagt, ist doch merkwürdig. Okay. Es wird nicht lange dauern. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen. Das ist doch echt komisch. Dann gehen wir jetzt zu ihr und gucken mal, was sie dazu sagt. Seine Aussage fand ich auch gerade sehr, sehr dubios. Anruf. Sie haben mir gesagt, dass Sie mit Ihrer Mutter telefoniert haben, als Daisy entführt wurde. Wie schon gesagt, ich habe nicht auf die Zeit geachtet und war länger am Telefon, als ich ursprünglich gesagt habe. Aber da meine Mutter sehr krank ist, musste sie ihre Heimatstadt Lyon verlassen, weil die Behandlung in Frankreich noch nicht zugelassen ist. Sie liegt für eine Spezialbehandlung in einem Bostoner Krankenhaus. Ich rufe sie jede Nacht an, um mich nach ihr zu erkundigen. Jede Nacht? Als ich zurückkam, war Daisy weg. Das werde ich mir nie verzeihen. Sie ruft jede Nacht an, die im Koma liegende Mutter? Seit Monaten? Alter, das stimmt ja alles vorne und hinten nicht. Ich habe nicht aufgepasst und war länger am Telefon, als ursprünglich gesagt habe. Meine Mutter ist sehr krank. Sie liegt für eine Spezialbehandlung in einem Bostoner Krankenhaus. Mhm, hat sie vorher nicht gesagt. Ich rufe sie jede Nacht an, um mich nach ihr zu erkundigen. Als ich zurückkam, war Daisy hier. Hallo? Sind Sie sicher, dass Sie Ihre Mutter angerufen haben? Ja, jede Nacht, seit sie im Dezember eingeliefert wurde. Was? Zahlung für die Pflege ihrer Mutter, Telefon aus. Sorry, aber. Suzanne, ich glaube, Daisy liegt Ihnen wirklich sehr am Herzen. Wenn dem wirklich so ist, sagen Sie mir die Wahrheit. Sie können doch nicht Ihre Mutter angerufen haben, während sie im Koma lag. Meine Mutter ist wirklich in einem Krankenhaus in Boston. Sie liegt wirklich im Koma. Ich habe sie nicht angerufen. Ich habe mit meinem Freund Noah telefoniert. Warum lügen Sie deswegen? Warum die Panik? Weil er verschwunden ist. Ich habe seit der Nacht der Entführung nichts mehr von ihm gehört. Ich fürchte, dass er irgendwas mit Daisys Verschwinden zu tun hat. Dass er mich noch irgendwie benutzt hat. Aber ich schwöre, ich habe mit ihm gesprochen. Ja, für ungefähr 30 Minuten in dieser Nacht. Also kann er Daisy nicht zur gleichen Zeit entführt haben, als wir uns unterhalten haben. Aber er hätte sie beschäftigen können, damit jemand anderes Daisy entführen kann. Ja, Sie verstehen, warum ich gelogen habe, oder? Ich hatte befürchtet, sie würde mich verdächtigen, etwas damit zu tun zu haben. Das können Sie doch verstehen, oder? Suzanne, ich möchte Ihnen ja glauben. Aber Sie haben es schwieriger gemacht, Daisy zu finden. Ist Ihnen das bewusst?
Oh mon Dieu, was habe ich noch getan? Das Wichtigste ist nicht, was Sie getan haben, sondern was Sie jetzt tun. Gehen Sie. Ich komme später wieder, um mit Ihnen zu sprechen. Schluss mit den Lügen, Suzanne. Für Daisy. Keine Lügen mehr. Noah. Der Name könnte uns zu Daisy führen. Ich bin jetzt an diesem Fall dran. Ob mein Captain es will oder nicht. Okay. Was haben wir denn hier? Ein Kochbuch? Nichts Außergewöhnliches. Französisch ein Übersetzer. Ja, auch nichts Außergewöhnliches. Was? Ach so. Okay. Ja. Romeo und Julia. Das ist das süße kleine Detektivbuch mit einem Esel, der super schlau ist. Der ist Detektiv. Ein Tagebuch, hätte ich gesagt. Ein verschlossenes Tagebuch? Mal sehen, ob ich seine Geheimnisse enthüllen kann. Okay. Ein verschlossenes Tagebuch? Mal sehen, ob ich seine Geheimnisse enthüllen kann. Das ist, Reise in 80 Tagen um die Welt. Le Rouge Le Noir? Sagt mir nix. Ich verstehe leider den Titel nicht. Okay. Wir brauchen einen kleinen Schlüssel. Die stehen schon länger hier. Sehr lange. Okay, was gibt's denn hier Schönes? Einmal ziehen. Guck mal. Ich nehme an, dass Suzanne in den letzten Wochen eine Menge Taschentücher verbraucht hat. Ja, gut möglich. Oh. Eine kleine Schmuckschatulle. Der Größe nach für Ohrringe. Aha. Warum sollte man einen Schlüssel in einem Schmuckkästchen platzieren? Keine Ahnung. Hübscher kleiner Ring. Okay. Und das, was... Paris. Ein Eiffelturm-Schlüsselanhänger. Aber kein Schlüssel. Ja, notfalls kann man den sich aber auch an die Tasche machen, finde ich. Ich finde, die zerkratzen dann immer so, wenn die aus Metall sind, an dem Schlüsselbund. Le Mirabe. Oh! Ha! Ha! Le Mirabe. Miserable. Ach man, kann das nicht aussprechen. Nein. Was ist in der Vitrine? Ah, was für eine Überraschung. Gläser. Gläser? Also eine Brille. Ja, vielleicht brauchst du ja eine Lesebrille. Kann ja sein. Gut möglich. Okay, ich guck mir gleich das Tagebuch an. Ich will noch mal ein bisschen rumschnüffeln in dem Zimmer selbst. Ob ich hier etwas anderes noch interagieren kann? Nein. Okay. Nur die Kommode und die Blumen, zu denen aber nichts gesagt wurde. Okay. Na da. Das funktioniert nicht. Okay. Hat das eine Bewandtnis? Dass das so da drauf ist? Das funktioniert nicht. Merkwürdig. Ne, es geht nur so rum, okay. Das funktioniert nicht. Achso, weil der Schlüssel falsch rum ist. Ich bin doof. Ja, ja, ich sehe es gerade mit den. Ja, ich sehe es gerade mit den Löchern. Ich bin blöd. Warte. So. So. Jetzt, oh Gott. Okay, Suzanne. Sehen wir mal, was sie mir noch nicht erzählt haben. Ja, ich hätte auch gleich drauf kommen können, oder? Also mal ehrlich. Oh, ich bin dusselig. Okay. 9. Februar 2019. Ein Tag im Park mit Noah. Ich merke, dass er sich mir gegenüber mehr und mehr öffnet. Ich habe
ununterbrochen über meinen Job geplaudert. Ich habe ihm erzählt, wie sehr ich die Armstrongs mag, besonders Daisy. Oh, Smiley. Ich habe wirklich das Gefühl, dass er unsere Beziehung ernst nimmt. So einen Mann findet man heute kaum noch. Herzchen. Valentinstag, 14. Februar. Noah und ich waren im Restaurant Blaue Lagune, unser Lieblingslokal, zum Mittagessen. Zuerst war es toll, aber dann ist irgendwas passiert. Noah bekam eine SMS. Keine Ahnung, was da drin stand, aber er sagte plötzlich, wir müssen gehen. Mehr wollte er nicht sagen. Wir fuhren also weg, irgendwo in die Berge. Schließlich kamen wir an einer Hütte mitten im Nirgendwo an. Er sagte mir, ich soll im Auto bleiben. Nicht sehr romantisch für einen Valentinstag. Mhm, ein Treffpunkt. Oder er hat dort etwas abgeholt. 23. Februar. Noah hat mir Blumen geschenkt. Normalerweise ist er sehr aufmerksam, aber trotz allem hatte ich das Gefühl, dass er heute etwas distanzierter war. Ich hoffe, es geht ihm gut. Ich würde gerne mehr für ihn da sein, aber ich möchte mich nicht in sein Privatleben einmischen. Er hat irgendwas damit zu tun, weil er war da schon abweisender, einen Tag vor der Entführung. 15. März. Es ist schon eine Weile her, dass ich in dieses Tagebuch geschrieben habe. Ich hatte nicht die Kraft dazu. Und ich glaube, es ist das letzte Mal. Meine liebe Daisy wurde entführt. Und ich habe seit diesem Tag nichts mehr von Noah gehört. Es war die Nacht, in der Daisy entführt wurde. Er redete und redete. Ich habe Daisy zu lange alleine gelassen. Und jetzt ist sie weg. Ich dachte, er liebt mich, aber er hat einfach nie wieder angerufen oder sich anderweitig gemeldet. Seit der Nacht, in der Daisy entführt wurde, hat er nicht mehr auf meine Nachrichten geantwortet. Ich fühle mich völlig verloren. Es ist meine Schuld, dass Daisy entführt wurde. Ich habe nicht auf sie aufgepasst. Ich kann verstehen, warum Suzanne mir nicht alles über diesen Noah erzählt hat. Als er verschwand, war ihr klar, dass etwas nicht stimmte. Mhm. Mindmap. Die Nummer, die Miss Monroe angerufen hat, bringe mehr über ihren Freund in Erfahrung. Ich muss die Identität von Miss Rose Freund Noah überprüfen. Er ist momentan noch ein Rätsel. Okay. Weiter geht's nicht. Gut. Mehr kann ich hier. Das sind nochmal die Blumen. Da ist ein Schild dran. Ah, das habe ich übersehen. N. Eine Karte vom Floristen. Sie ist mit dem Buchstaben N unterschrieben. Hm. Ja. Von denen kann sie sich wahrscheinlich momentan nicht trennen, von den Blumen. Okay. Na gut. Dann gehen wir mal raus und zu der Dame rüber, zu der Frau Armstrong. Und fragen sie, ob sie etwas von einem Freund weiß. Ich hoffe, dass ich jetzt mit ihr reden kann. Können Sie mir irgendwas über Suzannes Freund sagen? Ich weiß, dass sie eine Zeit lang unseren Chauffeur gedatet hat. Es gab noch jemanden, den sie erst vor kurzem kennengelernt hat. Aber ich erinnere mich nicht an seinen Namen. Okay. Jetzt die Miezekatze hier. Miezekatze! Gehen wir mal zu Mr. Armstrong. Der irgendwie aber auch merkwürdige Aussagen tätig, finde ich. Kann auch sein, dass das so gewollt ist, aber irgendwie passt das nicht so ganz. Wissen Sie irgendwas über den Freund von Miss Monroe? Ihr Freund? Ich weiß, dass sie eine Zeit lang jemanden gedatet hat. Vor kurzem sah ich einen Mann in einem Geländewagen, der sie an ihren freien Abenden abholte. Er stieg nicht aus seinem Auto aus, sondern wartete einfach auf sie. In den letzten Wochen schien sie mehr Zeit als sonst am Telefon zu verbringen. Aber sie hat hart gearbeitet. Wir wollten ihr die freie Zeit, die sie hatte, nicht missgönnen. Seit Daisy...
Seit der Entführung hat sie sich ziemlich zurückgezogen. Es wird nicht lange dauern. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen. So, suche in der Akte nach etwas über einen Geländewagen. Habe ich gemacht. Oder kann ich das jetzt von hier aus machen? Jetzt darf ich wieder in die Akte gucken. Aha. Ihr Freund. Ich weiß, dass sie eine Zeit lang... hier, Geländewagen. Das kleine Mädchen entdeckt das Verschwinden. Genau da. Diese Reifenspuren könnten vom Geländewagen von Suzannes Freund stammen. Durchaus. Ein Punkt für die Ermittlerin. Konfrontiere Miss Monroe. Ich habe das persönliche Tagebuch von Miss Monroe gelesen. Es gibt einen Eintrag über eine Hütte im Wald, die sie und Noah am Valentinstag besucht haben. Es war kein romantischer Besuch. Noah ließ Miss Monroe im Auto zurück. Ach, das ist schon seltsam. Okay, dann gucken wir doch mal, was sie dazu sagt. Da kamen wir auch nicht durch, ne? Nö. Erzählen Sie mir von Ihrem Freund. Sind Sie schon lange zusammen? Von meinem Freund? Warum? Er hat nichts mit der Sache zu tun. Bitte, Suzanne. Je eher Sie meine Frage beantworten, desto eher sind wir fertig. Sein Name ist Noah Geraghty. Ich habe ihn auf einer Party zum chinesischen Neujahr in Great Barrington kennengelernt. Er ist ein freundlicher und fürsorglicher Mensch, obwohl... Nun, ich vermisse ihn. Er musste geschäftlich verreisen. Er sollte bald wieder da sein. Eventuell. In der Nacht der Entführung wurden außerhalb des Gartens die Reifenspuren eines Geländewagens gefunden. Noah fährt einen, nicht wahr? Wo ist er, Suzanne? Wenn Sie mehr über ihn wissen, müssen Sie es mir sagen. Ich weiß, was Sie denken, aber das ist unmöglich. Er war sehr nett zu mir. Er hat nie etwas getan, was mich misstrauisch gemacht hätte. Wir sind essen und ins Kino gegangen, wie ein normales Paar eben. Er ist nicht der einzige Mann in den Bergen von Berkshire, der diese Art von Auto fährt. Welcher dieser Satz enthält eine Lüge? Ich weiß, was Sie denken, aber es ist unmöglich. Er ist sehr nett zu mir. Er hat nie etwas getan, was mich misstrauisch gemacht hat. Na doch schon. Er ist ja mit dir zu dieser Hütte gefahren. Du hast dich gefragt, wieso. Wir sind essen und ins Kino gegangen. Ja. Und er ist nicht der einzige Mann, der das Auto fährt. Na gut, das ist klar. Das werden wahrscheinlich viele fahren. Ist Ihnen von Noahs Verschwinden wirklich nichts Seltsames an ihm aufgefallen? Er konnte manchmal launisch sein, als ob ihn viel beschäftigt. Mein Dietzack, wie sieht's denn da aus? In Ihrem Tagebuch schreiben Sie, dass Noah Sie am Valentinstag zu einer Hütte in den Bergen mitgenommen hat. Sie haben mein Tagebuch gelesen? Es tut mir leid, aber wir müssen Daisy finden. Das wollen wir beide, also ja, ich habe in Ihr Tagebuch geschaut. Sie haben recht. Wir sind zu einer Hütte im Wald gefahren. Ich habe auf ihn im Auto gewartet. Nach ein paar Minuten kam er wieder raus. Er war sehr süß und entschuldigte sich, aber er erklärte nichts. Wir sind dann zurück zum Restaurant gefahren, um Nachtisch zu essen. Sind Sie jemals mit zur Hütte zurückgegangen? Nein, nie. Was hat Noah also dazu gebracht, den ganzen Weg zu einer Hütte mitten im Nirgendwo zu fahren? Er hat sie im Auto warten lassen. Warum war er dort? Das ist wichtig, ich weiß es. Ich kann Suzannes Wegbeschreibung zur Hütte verwenden und sie mit der Karte in der Gegend vergleichen, die ich in meinem Auto habe. Jetzt habe ich die anderen Sachen gar nicht gefragt. Kann ich noch mit dir reden? Oh nein. Mist, Dialog ist weg. Der Dialog ist weg. Ah. Verdammt. Okay. Was hat Miss Monroe über die Fahrt zur Hütte erzählt? Sie überquerten zwei Brücken und fuhren durch einen dichten Wald. Okay, Gott sei Dank steht das hier, weil den Dialog habe ich jetzt leider nicht angeklickt. Dann passierten sie ein Maisfeld auf der linken Seite kamen in ein dicht bewaldetes Gebiet. Okay. Ach Mann, wir müssen jetzt diesen Ort auf der Karte finden, die ich in meinem Auto habe. Ja, ich habe nur zwei Schnurrbärte gefunden. Ich habe hier wirklich echt gesucht. Mist. Aber ich habe keinen weiter gesehen. Man kann hier nirgendwo überall hingehen. Das geht nicht.
Ich guck mal auf die Karte. Die MyMap. Dank der Informationen, die Suzanne mir gegeben hat, sollte ich die Hütte auf dieser Karte finden können. Ich erinnere mich nicht wirklich an die Straße, aber ich weiß, dass wir die Stadt verließen, dann über zwei Brücken durch einen dichten Wald fuhren. Das kann nicht der richtige Ort sein. Bewegen. Heranzoomen? Achso. Aus der Stadt raus. Das ist eine Brücke, da ist eine Brücke. Das hier ist offensichtlich die Stadt. Wir sind über zwei Brücken, durch einen dichten Wald und dann auf der linken Seite ein Maisfeld. Dann nur noch Bäume über Bäume. Schließlich blieben wir vor einer Hütte stehen. Da. Hier ist ein Maisfeld. Da ist eine Brücke. Da ist eine Brücke. Das hier. Hier. Die Hütte muss hier sein. Ich muss diese Hütte finden. Ich hoffe, ich komme nicht zu spät. Werden wir gleich wissen. Und wir werden sehen, was dort überhaupt ist. März 22, 22:00. Okay, hier ist die berühmte Hütte. Möge die Ermittlung beginnen. Okay. Noah hat Suzanne am Valentinstag zu dieser Absteige gebracht? Was für ein Romantiker. Oder auch nicht. Okay, gucken wir uns erstmal draußen um. Das Fenster ist zu hoch, um durchzusehen. Und auch Gitter von innen. Das Fass ist stabil genug. Ich könnte draufklettern. Okay. Das Fenster ist offen und auch vergittert. Und da ist ein Plüschtier. Aber warte, ich gucke mich lieber erstmal da um. Ich habe Angst, dass ich da irgendwas auslöse und wir wieder nichts, also so Spuren übersehen. Eine Axt. Achso, aber damit kann ich jetzt nichts machen? Nö, ich kann sie mir nur ansehen. Okay, auf jeden Fall, jemand hat hier längere Zeit verbracht und auch sich versorgt. Mit Feuerholz und so. Aber das ist ja echt... Okay, das geht nur von innen. Da ist nichts. Hallo? Ist da jemand? Niemand da. Ich kann nicht einfach ohne Durchsuchungsbefehl hereinspazieren. Okay, dann gucken wir jetzt durchs Fenster. Mal schauen, was wir dort entdecken. Okay, da. Das ist Daisys Plüschtier. Wenn Fluffy hier ist, war der Entführer auch hier. Ich muss in diese Hütte kommen. Okay. Leere Weinflaschen.
Jemand war vor nicht allzu langer Zeit hier. Trete die Hütte. Das wird spannend. Git, eine alte, schimmlige Jagdtrophäe. Da liegt eine Bürste. Und ein Schnurrbart. Den sehe ich von hier. Okay, das heißt, wir brechen sehr wahrscheinlich gleich die Tür auf. Okay, dann gucken wir mal. Wir könnten ja mit der Axt die Tür aufbrechen. Dramatische Musik, dabei passiert ja gerade gar nichts. Geh nur ums Haus rum. Es ist nicht mal jemand da. Ach, guck mal, was da glitzert. Oh Gott, ich hab dich. Glänzende Gesichtsbehaarung. Uff. Die gute Nachricht, sie ist aus Gold. Purem Gold. Eine Spaltaxt für Feuerholz. Perfekt für den Angriff auf Türen. Natürlich. Wir greifen jetzt die Tür an. Ich hoffe, sie kann sich verteidigen. Die arme Tür. Da war eben gerade aber noch was, oder? Warte mal. Na, sieh mal einer an. Eine aufgebrochene Tür. Ich brauche also keinen Durchsuchungsbefehl. Ich dachte, ich hätte hier gerade noch so einen Punkt gesehen, der ausgelöst hat. Nee. Merkwürdig. Ein Kartenspiel. Hier wurde etwas gespielt. Um sich die Zeit zu vertreiben. Der Boden ist in diesem Bereich zerkratzt und abgenutzt. Das Sofa muss schon oft bewegt worden sein. Weil darunter vielleicht eine Falltür ist. Um jemanden in den Keller zu stecken. Werkzeug. Da hat wohl jemand gemerkt, dass die Hütte einzustürzen droht. Oder hat den Keller ausgebaut. Ein paar Kisten. Ich frage mich, wofür sie verwendet wurden. Na, wir könnten ja theoretisch reingucken, oder auch nicht. So, jetzt gucken wir hier hinten in das Zimmer, denn ich brauche auf jeden Fall noch heranzoomen. Er macht sich besser. Eine Bürste. Das ist die Haarbürste einer Frau. Ist Suzanne doch hier gewesen? Interessant. Blaue Lagune. Diese Flasche stammt von der blauen Lagune. Da ist der. Yes. Ich habe einen goldenen Schnurrbart gefunden. Ja, alle vier. Oh, Fluffy. Das ist Fluffy, kein Zweifel. Der süße Fluffy. Es sind zwei Betten hier. Interessant. Und die Hütte ist komplett gesichert. Jetzt gucke ich mir mal das Sofa an. Ach so, der Kamin. Der Ofen ist kalt. In letzter Zeit war wohl niemand hier. Okay. Ich schieb das mal zurück. Jetzt ganz, ganz rüber. Ganz rüber schieben. Das war die Lösung. Verdammt, eine Sprengfalle! Wenn ich mich bewege, geht sie hoch. Aber der Countdown zeigt, dass sie so oder so explodieren wird. Ja, toll. Was? Woher soll ich wissen, was richtig ist? Ach so, die müssen alle gleich sein? Eins, drei,
Das passt nicht. Weiß nicht wie. Es muss irgendwas geben, dass es passt. 4, 1. Oh. Was? Nicht dein Ernst. Was? 3, 3, 3. Der bewegt sich und der bewegt sich und der. Passt das jetzt nicht? Die bewegen sich. Ah! Warte mal. Der. Nein, der und. So. Und die. Ich habe keine Ahnung. Jetzt müssen die sich noch bewegen. Nee. Wie habe ich denn die jetzt bewegt? Die müssen auch noch zusammen. Okay. Nee, der darf nicht. Mal, dann bewegt der sich. Dann bewegt der sich. Hä? Oh Gott. Ja, klar. Was? Keine Ahnung. Ich entscheide dich für einen. Das sollte genügen. Wow, ich frage mich, wie knapp das wirklich war. Das wäre das Ende meiner Ermittlungen gewesen. Diese Stäbe führen zu Kanistern. Das muss der Auslöser für die Explosion sein. Wieso ist das alles? Ich nehme einen intensiven, süßen Geruch wahr. Verdammt. Ich glaube, die sind bis zum Rand mit Diethylether gefüllt. Extrem entflammbar. Es sieht so aus, als wollten die Entführer diesen Ort und denjenigen, der diese Luke öffnen würde, ausradieren. Eine Holzkiste? Ich muss sie öffnen. Oh nein. Daisy. Nein. Ich meldete meine Entdeckung der Leiche. Dann blieb nichts weiter zu tun, als den Tatort für die Spurensicherung zu bewachen. Das Team der Spurensicherung traf eine Stunde später ein, sperrte die Hütte mit Absperrband ab und machte sich an die Arbeit. Sie suchten nach physischen Beweisen, Fingerabdrücken, DNA, führten Tests auf Flüssigkeiten durch und sicherten alles, was forensisch von Bedeutung wäre. Oh, Kacke. Sie haben Daisys Leiche abtransportiert. Die Autopsie sollte am Morgen stattfinden. Aber ich musste noch einen Stopp einlegen. Ach du Scheiße. Okay. Aber wie krass die Bombe auch konzipiert war, bitte, ja? Also, das war jetzt nicht irgendwer. Ach Scheiße, ey. Die haben das Lösegeld bekommen und das Mädchen ermordet. Unfassbar.
In dieser Nacht schwor ich, das Monster zu finden, das dieses Kind getötet hatte. Dezember, 4 Jahre später. Ratchet. Im Zug. Hast du mich gesehen? Wie? Oh, Daisy. Sie war wach? Dann wurde sie wieder ohnmächtig. Ich übernehme die Verantwortung. Sie war schwächer, als ich dachte. Oh. Bleiben Sie ruhig liegen, während ich Sie untersuche. Pupillen geweitet. Mir geht's gut. Ihnen geht es alles andere als gut. Sie sind stark sediert worden. Ihr Puls ist sehr schwach. Ich muss meine Geschichte beenden. Ratchet darf nicht wieder entkommen. Darf nicht entkommen. Keine Sorge, Mademoiselle. Ratchet kann nicht mehr entkommen. Wir müssen ihrer Geschichte hören. Diese Frau braucht Ruhe. Ich lasse sie wissen, wenn sie sich genug erholt hat, um weiterzumachen. Aber ich warne Sie. Es wird einige Zeit dauern. Ich verstehe, Doktor. Ich danke Ihnen. Ich habe meine vorläufige Untersuchung des Verstorbenen abgeschlossen. Ich denke, das wird Sie interessieren. Das wird es in der Tat. Und ich habe noch weitere Zeugen zu befragen. Sie haben recht. Wir sollten diese arme Frau nicht in Gefahr bringen. Wenn sie sich erholt hat, wird sie genug Zeit haben, um ihre Geschichte zu beenden. Nun, berichten Sie mir die Ergebnisse Ihrer Untersuchung. Gut, die Dame ist Amerikanerin, sie ist Polizeiermittlerin und 32 Jahre alt. Et voilà. Okay, ich würde sagen, wir machen die Befragung in der nächsten Folge und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!